Erinnerung an den Theaterenthusiasten Tschechow aus dem Blickwinkel von Wladimir Newirowitsch Tantschenko, dem Mitbegründer des Moskauer Künstlerischen Theaters. Man konnte Tschechow als nahezu schön bezeichnen. Von gutem Wuchs, auffallend angenehm, am Hinterkopf etwas vernachlässigte kastanienbraune Haare, ein kleiner Bart und Schnurrbart. Er verhielt sich bescheiden, ohne übermäßige Schüchternheit, zurückhaltende Gestik, ein tiefer Bass mit metallischem Beiklang, eine echt russische Diktion mit einem Anflug des rein großrussischen Dialekts. Die Intonation geschmeidig, sogar in einem leicht singenden Rhythmus übergehend, jedoch ohne die geringste Sentimentalität und in der Tat freilich ohne einen Schatten von Gekünsteltem. Nach einer Stunde konnte man noch zwei kennzeichnende Züge feststellen. Ein inneres Gleichgewicht, die Gelassenheit eines Unabhängigen, keine Spur von jenem Lächeln, das auf dem Antlitz zweier Gesprächspartner erscheint, die ein beiderseits angenehmes Thema bestreiten. Sie kennen doch dieses angestrengt liebenswürdige Lächeln, das ausdrückt: Ach, wie angenehm finde ich's, mit Ihnen zu reden. Oder: Bei Ihnen und mir selbstverständlich derselbe Geschmack. Sein Lächeln, und das ist das Zweite, war von besonderer Art. Es erschien im Nu, ganz rasch und verschwand ebenso rasch. Ein breites, offenes Lächeln, auf dem ganzen Gesicht innig, doch immer sehr kurz. Als ob ein Mensch sich plötzlich daran erinnert, dass er in dieser Hinsicht wohl schon zu lange gelächelt habe. Es ist schwer zu sagen, wie tief der Wunsch in ihm lebte, fürs Theater zu schreiben. In jedem Fall hielt er viele Jahre den Anschein aufrecht, es sei für ihn nur eine zweitrangige Tätigkeit. War das von ihm aufrichtig so empfunden oder zwang er sich so zu denken? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das keiner wissen kann. Er wollte, dass man nicht vergaß, dass er in erster Linie Arzt war. Erst dann Schriftsteller und danach in der Tat Stückeschreiber. Letzteres übrigens nur vorübergehend. Als sehr kluger Mensch sah er klar, dass es für ihn, um ein Stück bei der kaiserlichen Bühne anzubringen, erforderlich war, entweder etwas Besonderes zu schreiben oder Verbindungen und Bekanntschaften auszunutzen. Tschechow zog es vor, das Theater als Nebenverdienst zu betrachten. Er dachte, wie jeder Dramatiker, an gute Rollen für die Schauspieler. Eine Revolution des Theaters hatte er nicht im Sinn gehabt. Er glaubte nicht mal, origineller zu sein als andere. In äußerst ehrlicher Weise wollte er sich den Anforderungen nähern, die einem Dramatiker durch das zeitgenössische Theater gestellt waren. Doch ihm standen die Menschen nur so vor Augen, wie er sie im Leben beobachtete. Und er konnte sie nicht losgelöst von dem wiedergeben, was sie umgab. Von einem rosa aufleuchtenden Morgen oder einer graublauen Dämmerung, von Tönen und Geräuschen, von den Düften, vom Regen, den klappernden Fensterläden, der Lampe, dem Ofen, dem Samovar, am Klavier, der Harmonika, dem Tabak, einem Lied, einer Sauferei, vom Alltag überhaupt, von den millionenfachen Bagatellen, die das Leben so erwärmen. Er betrachtete die Menschen mit eigenen Augen und nicht mit denen von Tolstoi, Dostojewski, Turgenev oder Ostrowski. Ständige schriftstellerische Arbeit gab es bei Tschechow nicht. Er war Arzt und das behagte ihm. Ich kann mich entschieden nicht erinnern, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit er seinem ärztlichen Beruf widmete, wenn er in Moskau weilte. Doch ich erinnere mich, wie sich das auf dem Landgut in Melichowo verhielt, wohin er mit seiner ganzen Familie übersiedelt war. Er behandelte dort gern die Bauern. Aus dem Verzeichnis seiner Sprechstunden, einzelne Zettel, die auf einen Nagel gespießt waren, ersah ich die Zahl von 800 für den Ablauf eines Jahres. Für jede Art von Krankheit,
Er sagte, er hätte einen hohen Prozentsatz weiblicher Patienten. Dennoch hielt er nicht allzu viel von seinem Arztdiplom. Seine schriftstellerische Arbeit verdrängte größtenteils die Behandlungstätigkeit. An die Arbeit als Schriftsteller wollte er aber nicht erinnert werden. Zuweilen kränkte ihn das sogar. Erlaube mal, ich bin doch Arzt. Die Möwe, schrieb Tschechow in Melechowo. Das befand sich 2-3 Stunden von Moskau entfernt an einer Eisenbahnstrecke, dann noch 11 Werst auf einem Weg durch Wald. Auf dem Gutsgelände gab es ein geräumiges Haus, das nur aus einem Erdgeschoss bestand. Dorthin kamen häufig Gäste. Tschechow liebte es sehr, wenn es um ihn herum gesprächig und fröhlich zuging. Dennoch konnte er alle im Stich lassen und in sein Arbeitszimmer gehen, um einen neuen Gedanken aufzuschreiben oder einen Einfall für eine neue Figur zu notieren. Es gab da, wie in der Möwe, einen schönen Garten mit einer durchgehenden Allee, auf der Trepeljow das kleine Theater errichtet. An den Abenden spielten alle Lotto, auch wie in der Möwe. In diesen Jahren stand Potapenko, ein neuer Schriftsteller, als Mensch Tschechow nahe. Er kam aus der Provinz, war sehr gesellig, besaß einen selten angenehmen, scharfen und nüchternen Verstand und erfreute durch ansteckenden, steten Optimismus. Er sang nicht übel, er schrieb viel und schnell, schätzte aber das, was er schrieb, nicht sehr und riss Witze über seine Werke. Er lebte verschwenderisch, war ehrlich, einfach, doch willensschwach. Zu Tschechow verhielt er sich liebenswürdig, in voller Anerkennung von dessen Überlegenheit. Die Frauen liebten ihn enorm, vor allem, weil er sie selber liebte und, namentlich, weil er zu lieben verstand. Viele glaubten, der Trigorin in der Möwe sei ein Selbstporträt Tschechows. Auch Tolstoi hat das irgendwo gesagt. Ich konnte mich nie von dem Gedanken trennen, dass Potapenko eher als Modell für Trigorin gedient hat. Nina Zarechnaja schenkt Trigorin ein Medaillon, auf dem ein Satz aus einer Erzählung von Trigorin eingraviert ist. Wenn du je mein Leben brauchst, so komm und nimm es. Dieser Satz stammt aus einer Erzählung von Tschechow selbst und atmet die Selbstverleugnung und Einfachheit, die den tschechowschen Mädchenfiguren eigen ist. Das gab Anlass, Trigorin mit seinem Autor gleichzusetzen. Doch das wäre rein zufällig. Mag sein, dass Tschechow diesen starken und zärtlichen Ausdruck weiblicher Ergebenheit liebte und ihn wiedergeben wollte. Für Trigorins Charakteristik ist sein Verhältnis zu Frauen schon wertvoll, doch sie ähnelt nicht dem von Anton Tschechow, wie steht dem von Potapenko näher. Überhaupt ist das nicht der oder jener, sondern eher ein anderer, ein dritter oder zehnter. Die Möwe ist ein ungewöhnlich ehrliches Werk. Viele Details können dem Leben in Melechowo entnommen sein. Man nannte sogar ein Mädchen, das für Nina Zarechnaja angeblich als Modell gedient hat. Sie war eine Freundin von Tschechows Schwester. Doch auch hier sind die Charakterzüge zufällig. Solche Mädchen gab es zu der Zeit viele. Sich aus einer abgelegenen Einöde, aus einem trüben Alltag loszureißen, eine Arbeit zu finden, der man sich ganz hingeben konnte, sich entflammt und zärtlich ihm zu opfern, einem Talent, das hatte ihre Träume erregt. Solange die Rechte der Frauen bei uns hart eingeschränkt waren, strömten viele solcher Mädchen aus der Provinz in die Theaterschulen. Tschechow schickte mir das Manuskript, dann kam er selber, um meine Meinung zu hören.
kann es nicht erklären, warum sich mir seine Gestalt so ins Gedächtnis geprägt hat, als ich das Stück ausführlich und lange analysierte. Ich saß hinter dem Schreibtisch vor dem Manuskript, er stand am Fenster mit dem Rücken zu mir, hatte wie immer seine Hände in den Taschen, drehte sich nicht ein einziges Mal um, zumindest nicht im Laufe einer halben Stunde, und ließ kein einziges Wort fallen. Es gab nicht den geringsten Zweifel, dass er mir mit äußerster Aufmerksamkeit zuhörte. Gleichzeitig aber verfolgte er anscheinend etwas, das in dem kleinen Garten vor dem Fenster meiner Wohnung vorging. Manchmal betrachtete er es etwas genauer, indem er den Kopf ein wenig vorbeugte. Entsprang das dem Wunsch, es mir zu erleichtern, alles frei auszusprechen, mich nicht durch direkten Blickkontakt zu verwirren, oder war es im Gegenteil der Versuch, das eigene Ehrgefühl zu schonen? Im Hause von Tschechow liebte man es überhaupt nicht, sein Innerstes allzu sehr zu offenbaren. Und alle guten Personen bei ihm sind feinfühlend, wortkarg und zurückhaltend. Was ich Tschechow über meine ersten Eindrücke sagte, ist heute schwer zu rekonstruieren. Doch an ein Detail erinnere ich mich sehr genau. In jener Fassung endete der erste Akt mit einer großen Überraschung. In der Szene zwischen Mascha und Dr. Dorn kam plötzlich heraus, dass sie seine Tochter war. Dann wurde dieser Umstand im Stück mit keinem Wort mehr erwähnt. Ich sagte, es ginge nur eines von beidem. Entweder muss dieses Motiv weiterentwickelt werden, oder man muss ganz darauf verzichten. Umso mehr, als damit der erste Akt endet. Das Ende des ersten Aktes muss dem Wesen des Theaters gemäß je die Situation hervorheben, die dann im Weiteren entfaltet wird. Tschechow sagte, das Publikum liebt es doch, wenn ihm am Aktende eine geladene Flinte vorgesetzt wird. Stimmt, entgegnete ich, aber dann muss aus ihr auch geschossen werden. Sie darf in der Aktpause nicht einfach verschwinden. Er war einverstanden, der Aktschluss wurde geändert. Der einflussreiche Petersburger Verleger und Theaterbesitzer Suvorin war von der Möwe hingerissen und nahm es auf sich, das Stück beim Kaiserlichen Theater anzubringen. Tschechow fuhr nach Petersburg, um an den Proben teilzunehmen. Die Schauspieler waren aufgeregt. Sie hatten lange keine Klarheit über die Figuren, wie sie der Autor konzipiert hatte. Man konnte nicht einfach darauf losspielen. Das heißt, es gab keine Situationen, wo man sein Temperament einfach losschießen ließ oder sich auf Gags, Kunstgriffe oder individuelle Masken stützen konnte, die stets Erfolg garantiert. Darstellern Ratschläge zu erteilen, vermochte Tschechow nicht. Ihm schien alles so einleuchtend. Steht doch alles bei mir drin, antwortete er auf Fragen. Dem Regisseur in Petersburg sagte er, Sie spielen zu viel. Das bedeutete keineswegs, dass die Schauspieler übertrieben viel spielten. Es bedeutete, dass sie eben Gefühle nur spielten, Gestalten nur äußerlich formten und Worte bloß wiedergaben. Doch wie man spielen sollte, ohne zu spielen, das vermochte ihnen niemand zu zeigen. Am allerwenigsten der Autor. Es muss alles ganz einfach sein, sagte er, so wie im Leben. Es muss so herauskommen, als ob man tagtäglich darüber spricht. Leicht gesagt, das ist das Schwierigste. Das Stück fiel grausam durch. Es war einer der seltenen Durchfälle in der Geschichte des Theaters. Vom ersten Akt an kam von Seiten des Publikums kein Kontakt mit der Bühne zustande. Es kam zu keinem Einklang. Selbst die poetischsten Stellen wurden verlacht.
Und als ganz am Ende, beim dramatischen Finale, nach dem Schuss hinter den Kulissen, dem Selbstmord Trepeljovs, Dorn nun, um Arkadina nicht zu schockieren, sagt, ist nichts weiter. In meiner Reiseapotheke ist wohl ein Fläschchen Äther geplatzt. Da reagierte das Publikum mit Gelächter. Als der Schlussvorhang fiel, zischte der ganze Saal. Der arme Autor, der arme, arme Tschechow. Während dieser ganzen dreistündigen Schmach stand er hinter der Bühne herum, bemüht, gleichgültig zu wirken. Er merkte, wie die Leute, die an ihm vorbeigingen, verlegen seinen Blick auswichen und Worte heuchelten. Vermutlich dachte er da vielleicht an den kürzlichen Brief von Lenski und dessen freundschaftlichen Rat, nicht fürs Theater zu schreiben, und verfluchte insgeheim diejenigen, die ihn dazu überredet hatten. Und in solche Lage geriet ein Dichter, ein Schriftsteller, den ganz Russland bereits liebte und ihn ohne Unterlass begeistert las. Wohin trieb es Tschechow nach der Vorstellung? Es existiert die Legende, er sei in dieser windigen Herbstnacht lange am Kai umhergewandert, und als er wieder zum Vorschein kam, da hatte er sich die schwere Krankheit zugezogen, die dann sein Leben so drastisch verkürzte. Das althergebrachte Theater war bei der Möwe an die äußersten Grenzen seiner Gestaltungsfähigkeit gestoßen, an jene Grenzen, wo es den Kreis der bisherigen Anforderungen hätte verlassen und in eine freie künstlerische Sphäre hätte schreiten müssen. Es ist keine Frage nach dem Wesen des Theaters, ob etwa ein solches Werk in seiner ganzen Bauart trotz literarischer Qualitäten im Grunde fürs Theater nicht geeignet ist. In 2 Jahren schon werden Sie mit eigenen Augen sehen, wie stark in Tschechow das Gespür fürs Theater lebte. Nein, das ist bereits die Frage, wie man dafür das Theater zu organisieren hat. Man muss dessen ganzes Dasein umkrempeln, das gesamte bürokratische Reglement beseitigen, angefangen bei den leitenden Beamten, und stattdessen die gemeinsamen Interessen aller künstlerischen Kräfte bis zu den allerkleinsten hervorlocken. Im Kern die gesamte Organisation der Proben verändern, die Art und Weise, Stücke zur Aufführung vorzubereiten und selbst das Publikum unmerklich fest in die Hand nehmen und dem nun erforderlichen Regime unterwerfen. Der Misserfolg der Möwe hatte freilich keinerlei Einfluss auf die Popularität Tschechows. Wie es schien, war man der Auffassung, dass selbst die talentiertesten Schriftsteller als Bühnenautoren mal Pech haben können. Doch Tschechow selber konnte sich von diesem Schlag lange nicht erholen. Er wirkte verschlossener und wie verdüstert. Und das Allermerkwürdigste, es untergrub mächtig seine Gesundheit. Schon im Frühjahr hatte er bei einem Frühstück mit Suvorin unvermutet Blut gespuckt. Man brachte ihn in eine Klinik, wo er 1,5 Monate verblieb und längere Zeit nicht mal eine Schwester an sich heranließ. Wie habe ich bloß übersehen können, dass ich schwächer wurde? Ich bin doch Arzt, wiederholte er etliche Male. Auf meine Bitte, die Inszenierung seiner Möwe zu erlauben, antwortete er mit strikter Ablehnung. Er schrieb, er habe nicht den Wunsch und auch nicht die Kraft, die mit dem Theater verbundenen Aufregungen, die ihm so viel Schmerz verursacht hatten, noch einmal durchzustehen. Und er wiederholte, nicht zum ersten Mal, er sei kein Dramatiker, es gebe bei weitem bessere Dramatiker als ihn und so weiter. Darauf schickte ich ihm einen zweiten Brief, worin ich schrieb, wenn du die Erlaubnis verweigerst, stürzt du mich ins Verderben, da die Möwe das einzige zeitgenössische Stück ist, das mich als Regisseur fesselt und mitreißt. Und du der einzige zeitgenössische Schriftsteller bist, der für ein Theater
mit einem mustergültigen Repertoire von großem Interesse ist. Unter den Moskauer Theaterkritikern hatte ich beste Beziehungen zu Nikolai Efros. Für einen Kritiker besaß er zwei großartige Eigenschaften. Ein enormes Feingefühl für die inneren Abfolgen in einer Aufführung und für lyrische Stimmungen. Als die Ankündigung unseres Repertoires herauskam, fragte ich Efros: Und was ist Ihrer Meinung nach da das Wertvollste? Ohne im Geringsten zu zögern, antwortete er sofort: Natürlich die Möwe. Ich stand also nicht allein da und spürte sehr wohl, dass ich nicht allein dastand. Ich musste das nur noch Stanislavski suggestiv einflößen. Stanislavski besaß gemäß einer Vereinbarung zwischen uns das Vetorecht in Bühnenfragen. Er hatte das szenische Arrangement für die Möwe zu entwerfen. Indes, als er die Möwe durchgelesen hatte, konnte er überhaupt nicht begreifen, was ihn hier hinreißen sollte. Die Menschen erschienen ihm irgendwie unentschlossen, deren Leidenschaften wirkungslos, deren Worte möglicherweise zu schlicht, die Figuren würden den Schauspielern kein gutes Material bieten. Vor mir stand ein Regisseur, der imstande war, aus Dekorationen, Kostümen, aus jeder Art von Requisiten und mit Menschen grelle, ergreifende szenische Effekte zu formen. Er besaß einen guten Geschmack bei der Auswahl von Farben, einen guten Geschmack, den er in Museen und beim Umgang mit bildenden Künstlern geschult hatte. Doch seine ganze zündende Kraft war nur auf das gerichtet, was frappieren konnte, was durch etwas Neuartiges und durch Originalität einschlug, was vor allem auch, versteht sich, ungewöhnlich war. Und nun stand mir die Aufgabe bevor, sein Interesse gerade für die tiefen Schichten und für die lyrische Stimmung im Alltäglichen zu wecken. Ich musste seine Einbildungskraft von der Fantastik oder vom Historischen weglenken, woher sich stets wirkungsvolle Sujets beziehen ließen und sie in den uns umgebenden gewöhnlichen Alltag tauchen, von den unseren ganz gewöhnlichen Alltagsempfindungen. Es war einer der schönen Tage. Weder er noch ich hatten Probe. Nichts Nebensächliches lenkt uns ab. Von morgens bis abends sprachen wir über Tschechow. Richtiger gesagt, ich sprach, er hörte zu und notierte sich einiges. Ich tat das im Gehen, setzte mich auch mal kurz, spazierte wieder los und suchte nach den überzeugendsten Worten. Wenn ich seinen überkonzentrierten Blick sah und merkte, dass er die Worte nicht fassen konnte, bekräftigte ich das, was ich sagen wollte, durch Gesten, durch Intonationen und durch Wiederholungen. Und er hörte offenen Herzens und vertrauensvoll zu. Er hatte immer in Moskau gelebt, war Moskauer Fabrikant, besaß einen Riesenschatz an Eindrücken aus dem Leben der Kaufmannschaft, suchte dann Kontakt zur Welt der Künstler, wiederum nur zur Moskauer, kannte das klassische Repertoire und die besten russischen und europäischen Schauspieler. Wenn er ins Ausland fuhr, studierte er dort die Theaterkunst, besuchte Museen und war bestrebt, als Regisseur all das für seine Regievorhaben auszuplündern. Doch die Riesenzahl russischer Intelligenz und Halbintelligenz in der Provinz, diese millionenstarke Schicht im russischen Leben, die für die tschechowschen Werke als Material diente, die kannte er nicht. Die Hauptsache aber, er spürte den enormen Reiz und die Anmut der lyrischen Stimmung nicht, die diese tschechowschen Alltagsschilderungen umgab. 2, 3 Wochen vergingen. Stanislavski begann den Inszenierungsentwurf aktweise, also das schriftlich fixierte szenische Arrangement, aus einem Dorf herzuschicken.
Der Inszenierungsentwurf war kühn, für ein normales Publikum ungewöhnlich, sehr lebensprall. Im Grunde genommen hatte Stanislavski die echt lyrische Stimmung bei Tschechow noch nicht aufgespürt, aber seine szenische Fantasie soufflierte ihm ganz passende Abschnitte aus dem realen Leben. Ausgezeichnet hatte er die Langeweile eines Tagesverlaufs auf dem Gutshof erfasst, die halbhysterische Reizbarkeit der handelnden Personen, die anschaulichen Bilder einer Abreise, einer Ankunft, eines Herbstabends. Es gelang ihm, in den fließenden Ablauf der Akte passende Dinge und charakteristische Details für die handelnden Personen einzufügen. Eines der Hauptelemente szenischen Neuerertums beim Regisseur Stanislavski war in der Tat dieser Gebrauch von Dingen. Sie fesselten nicht nur die Aufmerksamkeit der Zuschauer, halfen der Bühne nicht nur zu echter Stimmung, sondern sie waren in hohem Grade auch den Schauspielern nützlich, deren Misserfolge am herkömmlichen Theater hauptsächlich entstanden, weil sie mit ihren Charakteren bloß auf sich selbst gestellt waren, als befinden sie sich außerhalb von Raum und Zeit. Dieses Merkmal der Regie von Stanislavski entsprach spontan Tschechows Schreibweise. Ein anderes wichtiges Element szenischer Neuerung sind Spielpausen. Auch hier entstand eine spontane Nähe zu Tschechow, bei dem sich auf jeder Seite zwei, drei solcher Pausen befinden. Jetzt sind sie ganz selbstverständlich, damals aber waren sie etwas relativ Neues. Im althergebrachten Theater gab es sie nur in effektvollen Ausnahmen. Sie rissen die Schauspieler aus dem unablässig dahinströmenden literarischen Fluss, der fürs althergebrachte Theater charakteristisch war. Die Pause war nicht tot, sondern handlungsbezogen. Sie vertiefte ein Erleben und hob Geräusche hervor, um eine Stimmung zu akzentuieren, eine Fabrik oder Dampfsirene, ein Vogelschrei, den schwermütigen Ruf einer Eule, das Vorfahren einer Equipage, eine von fern herwehende Musik und eine und so weiter. Die Pausen kamen keineswegs leicht zustande, nur auf dem Weg beharrlicher, verzwickter Suche, nicht nur einer äußerlichen, sondern auch einer psychologischen, einer Suche nach Harmonie zwischen dem Erleben der handelnden Personen und dem Milieu ringsum. Der finanzielle Zustand unseres Theaters hatte sich bis zur Premiere der Möwe beinahe von Tag zu Tag verschlechtert. Unser Theater stand am Vorabend eines völligen Bankrotts. Nun nahte die Premiere des ungewöhnlichen Stücks. Die Stimmung war nervös. Nicht nur bei den Mitwirkenden der Möwe, sondern im ganzen Theater. Man ahnte das Gewitter, das sich zusammenbraute. Von dieser Aufführung hing die gesamte Existenz des jungen Theaters ab. Überdies hatten die Proben keinerlei Zuversicht auf einen Erfolg bestärkt. Es gab bei den Proben auch keine so erfreulichen Vorkommnisse wie die im dunklen Zuschauerraum sitzenden Schauspieler, die im Stück nicht mitwirkten, oder andere dem Theater nahestehende Personen nach einer Szene oder einem Akt spontan ans Regiepult traten und ihre Begeisterung äußerten. Solche Vorkommnisse flößen einem Regisseur und den Darstellern Mut ein. Diesmal geschah nichts dergleichen. Man hörte im dunklen Zuschauerraum schweigend zu, ging schweigend auseinander, war außerordentlich aufmerksam und gespannt, doch anscheinend entschloss sich niemand, eine Vorhersage zu machen. Dann kam der 17. bzw. 30. Dezember 1898. Das Theater halb leer. Die Premiere des Tschechow-Stücks bescherte keine volle Kasseneinnahme. Schon vom szenischen Arrangement her war der erste Akt sehr kühn. Dem Autor zufolge
sollte es eine gerade Allee geben, die von einem Podium mit Vorhang durchschnitten wird. Dort spielt das Stück von Trepeljow. Wenn sich der Hauptvorhang öffnet, erblickt man anstatt einer Dekoration einen See und den Mond. In jedem Theater würde man für die handelnden Personen, die dem Stück von Trepeljow zuschauen, freilich eine Bank rechts oder links an der Seite aufstellen. Bei uns aber gab es eine lange Bank entlang der Rampe vor dem Souffleurkasten. Links davon einen Baumstumpf, auf dem Mascha sitzen wird. Außerdem noch eine Bank weiter links. Auf der linken Bank, da werden die handelnden Personen mit dem Rücken zum Publikum Platz nehmen. Da sich der Mond hinter einem Vorhang befindet, ist es auf der Bühne dunkel. Sowohl die Dunkelheit als auch die Aufstellung von Bänken musste unsere Gegner schon zu kleinen Scherzen herausfordern. Dafür waren diejenigen, die sich ohne Voreingenommenheit zur Aufführung verhielten, von der dem Leben entsprechenden Einfachheit angetan. Dann wird der Mond alle beleuchten. Von der Ausstattung her war die Bühne von der rechten Stimmung eines Sommerabends erfüllt. Die Figuren bewegten sich langsam, ohne die geringste Übertreibung, ohne Effekttascherei, sprachen ganz schlicht und gemächlich. Da das ganze Leben da auf der Bühne schlicht und gemächlich ablief, ihre Intonationen waren einfach, die Pausen nicht hohl, sondern von einem Hauch dieses Lebens und dieses Abends erfüllt. Pausen, in denen sich ein unausgesprochenes Gefühl ausdrückte, Andeutungen eines Charakters ergaben, Halbtöne. Die stimmige Atmosphäre verdichtete sich allmählich zu einem einzigen harmonischen und lebendigen musikalischen Ganzen. All das zog nach und nach die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich, zwang sie zuzuhören und sich unmerklich ganz und gar der Bühne hinzugeben. Das Riskanteste war der Monolog der Nina. Eine gramerfüllte Figur auf einem Stein, vom Mond beleuchtet. Tschechow sympathisierte mit den Symbolisten und sein junger Literat Trepeljow befindet sich bei ihm unzweifelhaft unter diesem Einfluss einer damals recht modischen Literaturströmung. Dieser von Trepeljow gedichtete Monolog, der bei der Uraufführung in Petersburg Gelächter hervorruft, doch in hohem Grade vom Gespür eines Dichters durchdrungen ist, sodass bei unserer Inszenierung kein Zweifel an seiner Wahrheit und Schönheit aufkam, bei uns hörte man in tiefer, angespannter Stille zu. Die Aufmerksamkeit war gefesselt. Nicht ein Anflug von spöttischem oder ironischem Lächeln, keine Andeutung, dass irgendwas kompromittierend wirkte. Dann der heftige Ausbruch zwischen Mutter und Sohn, dann noch später eine Szene hinter der Bühne. Immer nahestehender und vertrauter erschienen diese Menschen dem Zuschauer. Umso aufregender waren ihre Ausbrüche, ihre Halbsätze, ihr Schweigen. Umso stärker regte sich beim Zuschauer in der Tiefe des eigenen Herzens das Empfinden von etwas Unbefriedigtem und Schwermut. Und wenn am Schluss des Aktes Mascha ein Schluchzen unterdrückend zu Dorn sagt, helfen Sie mir doch, helfen Sie, sonst mache ich noch eine Dummheit und spotte meines Lebens. Dann neben der Bank schluchzend zu Boden fiel, da lief durch den Zuschauerraum eine Welle echter, zurückhaltender, zitternder Erregung. Der Vorhang schloss sich. Und es geschah, was im Theater vielleicht nur einmal in 10 Jahren passiert. Der Vorhang war geschlossen und Stille. Vollkommene Stille. Im Saal und auf der Bühne. Hier waren alle wie zu staunen, wie zu Statuen erstarrt. Und dort wusste man noch nicht, was das gewesen war. Eine Vision, ein Traumgebilde. Ein trauriges Lied mit längst bekannten Melodien,
Wo kam es her? Aus was für Lebenserfahrungen von jedermann gespeist? Wer waren diese Personen, deren man jetzt zum ersten Mal begegnete? Waren es nicht zugleich gute alte Bekannte? Dieser Zustand lastete lange. Auf der Bühne hatte man sich bereits damit abgefunden, dass der erste Akt durchgefallen war. Und zwar dermaßen, dass es im Saal wohl nicht einen einzigen gab, der es noch gewagt hätte zu applaudieren. Die Schauspieler durchlief ein nervöser Schauder, nahe der Hysterie. Und plötzlich, als sei im Saal ein Damm gebrochen oder eine Bombe zerknallt, entlud sich im Nu eine ohrenbetäubende Beifallssalve. Von allen, von Freunden wie von Feinden. So nahm man das ganze Stück auf. Das Leben entfaltete sich in einer offenherzigen Einfachheit, dass es den Zuschauern fast peinlich erschien, dabei zu sein, so als ob sie hinter einer Tür lauschten oder durch ein Schlüsselloch spähten. Wie wir ja wissen, gibt es in dem Stück nichts Heldenhaftes, keine ungestümen, theatralisch effektvollen Eindrücke, keine scharf ausgesprägten Sympathien, die den Schauspielern großartig als Sätze hätten dienen können. Zerschlagene Illusionen, zarte Gefühle, zermalmt durch die Berührung mit der groben Realität. Riesenerfolg auch nach dem dritten. Riesenerfolg auch des dritten Aktes und Triumph zum Abschluss. Nach der letzten Szene zwischen Nina und Trepeljow und dem erschütternden Finale. Bereits nach dem ersten Akt liefen Schauspieler, die nicht im Stück beschäftigt waren und im Saal gesessen hatten, und auch Freunde des Theaters auf die Bühne. Alle waren ergriffen, kaum konnten sie sich beherrschen, um nicht schon vorzeitig den Sieg zu feiern. Doch nach dem dritten Akt umarmten die Leute einander, weinten und fanden keine Worte, um ihre Riesenfreude auszudrücken. Nach Abschluss der Aufführung stand der Sieg so zweifelsfrei fest, dass ich auf die Bühne hinaustreten und dem Publikum vorschlagen konnte, dem Verfasser des Stückes ein Telegramm zu schicken. Ein neues Theater war geboren. Danke sehr.